6-0? Ehrlich? Ich weiß, es ist der Champion der letzten Liga gewesen. Aber 6-0? Wo soll das denn mit euch noch hinführen? Ihr seid ja abgrundtief schlecht. Und ihr könnt nichts dagegen sagen, weil es stimmt. Und es liegt auch ganz bestimmt nicht am Trainer. Ganz ehrlich, wenn ihr im nächsten Kampf nicht mindestens ein 4-0 schafft, seid ihr alle entlassen. Das meine ich ganz ernst, jeder von euch. Wisst ihr, das schadet auch mir, das Ansehen eures Trainers. Plasmafist nehmen wir jetzt heute komplett auseinander. Verstanden? Stalubor, ich vertraue auf dich. Das kann mal wieder was werden. Soweit. Spieltag 7 der KDL Season 2. Es ist Sonntag, 14 Uhr und das bedeutet Matchtime. Den Anfang macht Plasmafists gegen DJ Dodo. Danach Kumiko gegen Timmy. Um 16 Uhr Herbie gegen Seemox. Als viertes Match DOS gegen Benji. Kurz darauf Fletka gegen Gliscor. Last but not least Sana gegen Simon beenden den Spieltag 7. Ich bin sehr gespannt auf die Matches, die uns heute erwarten werden. Postet gerne in die Kommentare, was glaubt ihr, wer wird diesen Kampf gewinnen? Wir sind gespannt, eure Vermutungen zu lesen. Nachdem Seki jetzt schon 3 Siege in Folge hat, mal gucken, ob sie diese Streak halten kann. Es dürfte ein leichtes werden gegen DJ Dodo, der letztes Mal ein 6-0 gegen Simon kassiert hat. War schon eine ziemliche Niederlage. Die Kandidaten begeben sich aufs Feld. Ich würde sagen, wir schauen instant mal in das Match. Seki gegen DJ Dodo. Herzlich willkommen zum 7. Spieltag der KOMO-O Draft League Season 2. Heute spielen wir gegen das Team Plasmafists. Wir haben diesmal Konsti dabei, unseren Visafloor. Und nun ja, ich glaube, damit wird Seki nicht rechnen. Und wir wechseln instant raus. Denn das Teil ist, glaube ich, verdammt schnell. Wir wechseln instant raus in einen Mon, in dem er uns nicht wirklich was anhaben kann. Spezi kommt zurück. Wenn jetzt ein Erdbeben kommt. Nein, die Tarnsteine kommen. Okay. Ja, gleich ab mit Stalubor rein. Passiert. Wir gehen einfach mal auf den Orkan. Vielleicht wechselt er, vielleicht bleibt er drin. Ich weiß es nicht. Er bleibt drin. Und wir haben verfehlt. Wohlwende. Ja, macht nicht sonderlich viel. Ist nicht sehr effektiv. Aber wird zurückgerufen. Bedeutet, wir gehen raus. Ich guck mal kurz, was wir da. Sehr effektives. Okay. Jetzt weiß er, dass wir Überreste haben. Passiert. Ah, schade, dass wir den Dings, den Orkan gerade nicht rausbekommen haben. Wir gehen jetzt mit unserem Liberlo rein und gehen auf den Spukball. Los, Spezi! Mal gucken, was wir abkriegen. Eine Psychokinese, damit habe ich gerechnet, aber die dürfte uns nicht so hart hitten. Ja, doch. Wir müssten aber eigentlich schneller sein als das Scheißding. Komm, drück den Spukball. Nein, wir sind nicht schneller. Ah, als ob wir nicht schneller sind. Na, Mann, damit ist Liberlo natürlich raus. Blöd, ganz blöd. Ja, wir kriegen ein bisschen. Und wir gehen mal auf das Erdbeben. Ich glaube nicht, dass er sie drin bleibt. Wird zurückgerufen und vielleicht stolpert jetzt jemand ziemlich ins Erdbeben rein. Ah, macht vermutlich nicht sehr viel Schaden. Hui, macht's doch. Wir wechseln wieder raus. Da dürfte jetzt vermutlich eine Wasserattacke kommen. Oder Rollwände, oder wie es hieß. Ah, wird einfach zurückgerufen. Okay. Run, Boy, run.
Und wir gehen auf den Dünafrost. Komm, please. Er wird schneller sein, aber ich hoffe, er wird uns in der Gigaform nicht komplett rausnehmen. Wir haben aber immer noch das Giga Inteleon vor uns. Kehrtwindig, ja, okay. Geht raus. Mal gucken, welches Mon jetzt reinkommt und mal gucken, wie hart es getroffen wird. Maybe kommt jetzt Giga Inteleon. Ah, nein, Dix kommt. Der Matchboy. Aber warum? Er wird dadurch ziemlich gut gehedet. Ja, aber. Leider nicht ganz raus. Ah. Wir gehen auf die Dynawall, um zu sehen, ob er schneller ist. Ah, oh, bitte werd rausgenommen, bitte werd rausgenommen. Scheiße! Mann! Ah, Mann! Ja, komm hier, Gigabeschuss. Doppelt. Da hat der Giftschleim ihm gerade das Leben gerettet. Und damit ist das Teil raus. Denn wir sind schneller. Das wollte ich gerade gucken mit der Dina Wall. Ich hätte es nicht hageln lassen sollen. Egal. Lord. Oh, Sir. Bedeutet, wir gehen in unser gutes Stalobor. Aber es ist kein 6:0 wie letztes Mal. Strauchler. Aua. Ah, Sarah Aura kriegt Schaden durch den Wasserwirbel. Wir gehen auf den Turbodreher, um die spitzen Steine zu entfernen. Sie geht vermutlich zurück, weil sie weiß, ich kann das Erdbeben. Sie wird safe 100% schneller sein, also entweder nimmt sie mich raus oder wechselt aus. Aber ich glaube eher, sie geht auf einen, na, Volt-Switch würde nichts bringen. Ich glaube, sie wechselt einfach. Aber ich gehe auf den Turbodreher, weil damit mache ich safe etwas Schaden und kriege die spitzen Steine bei mir weg. Ja, war klar. Jetzt kommen wir Run Boy Run. Kriegt aber, ja doch, kriegt Damage. Endet plus 1. Es hört auf zu hageln. Nahkampf. Ja, aber nimm mich raus. Okay, ist nicht so schlimm. Verteidigung sinkt, denn jetzt können wir mit unserem Luxtra reingehen. Vermutlich ordentlich Rambazamba machen. Wir gehen aber trotzdem instant auf den Wall-Switch oder auf den Kraftkoloss. Es ist kein Boden-Pokémon dabei. Wir gehen auf den Volt-Wechsel. Egal welches Mon jetzt reinkommt, es kriegt Chip Damage. Egal welches ist es. Sarah Aura ist es. Ah, vielleicht hat es Volt Absorber. Ah, Scheiße! Abschlag! Ja. Och, ein Kröt! Bedeutet aber, wir würden es. Gehen wir mal auf Konsti. Weil damit wird sie nicht rechnen. Dass wir da jetzt gleich das Erdbeben drauf spielen. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, das Erdbeben zu revealen. Weil jetzt wird sie vermutlich mit ihrem Feuermon reinwechseln.
Abschlag. Aua. Ach, von dem Giftschleim. Abschlag ist scheiße. Erdbeben. Rollwechsel, okay. Macht halt gefühlt gar nichts. Der Play mit dem Voltwechsel von mir war vorhin einfach dumm, weil ich sie dadurch noch geheilt habe. Hello there. Warum macht das nur so wenig? Wieso macht das nur so wenig? Holy shit, warum macht das nur so wenig? Okay, mein Angriff ist auf minus 1, aber was zur Hölle? Offensivweste. Ja, macht auch ein bisschen was. Ist aber nicht sehr effektiv. Er leidet durch den Rückstoß Schaden. Wir werden geheilt. Und wir gehen jetzt auf den, ja, auf den Fokusstoß. Und wir dürften auch schneller sein als, ja, schneller, glaube ich, als alle anderen. Bis auf Sarah Aura. Sarah Aura ist, glaube ich, schneller als wir. Wird zurückgerufen und irgendjemand geht jetzt direkt in meinen Fokusstoß. Ein Geistmon, oder? Aua! Nur zur Info, es ist gerade, glaube ich, es ist Viertel vor zwei, wo wir das hier gerade aufnehmen. Ja, hittet ein bisschen rein. Ist aber not that effective. Effektiv. Egal, was jetzt kommt, ich gehe aufs Erdbeben. Weil wir werden so oder so etwas Schaden machen. Erdbeben ist immer nice. Sie würden mich outspeeden, aber nicht rausnehmen können. Bedeutet, sie muss jetzt ein Erdbeben fressen. Die Frage ist bloß, mit welchem Mon? Ja, mit dem. Das habe ich mir gedacht. Weil das ist jetzt nicht so effektiv. Also nicht so... Nee, wie heißt es? Ja, senkt Angriff. Das ist ziemlich bulky. Das habe ich gesucht, das Wort. Und da ist es weg. Das ist sehr effektiv. Nummer 2 ist raus. Ein Intellion. Wo wir doch unseren schönen Konter gegen haben. Aber ich hoffe, unsere Leben reichen noch, um da jetzt vielleicht eine... um da jetzt was wegzustecken. Ja, da ist die Dynamax. Oh, bitte, 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 bitte. Überlebt das. Könnte eng werden, könnte sehr eng werden. Könnte sehr eng werden. Ne, ich glaube, das überleben wir nicht. Na, das ist, es ist nicht sehr effektiv, nimmt uns aber trotzdem raus. Dafür haben wir schon zu viele Leben verloren mit ihm. Egal. Wir haben ja noch ein anderes gutes Mon. Und wir gehen auf den Stromstoß. Okay, dann bleibt uns nur noch das hier. Wohafni ist unser schnellstes Mon. Vielleicht können wir damit noch was reißen. Please, please, bitte verfehl nicht, bitte verfehl nicht. Ja, wir... Ja! Bitte triff dich selber, bitte triff dich selber. Deiner Frost. Das ist natürlich sehr effektiv gegen Drache, wer hätte es gedacht. Aber es ist immer noch verwirrt.
Wir können mit Stahlobor noch was reißen, maybe. Aber früher oder später wird der uns auch drauf gehen. Ja, ich kann nichts mehr anderes machen. Ich gehe aufs Erdbeben. Bitte lass die Verwirrung rein, Hidden. Ja, 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 ja. Ja! Oh, sorry. Und komm. Ja. Okay, jetzt gehe ich auf Erdbeben. Komme, was wolle. Erdbeben. Wir gehen aufs Erdbeben. Eine Psycho... Magieflamme? Was zur Hölle? Ah! GG, war trotzdem ein nicer Kampf. Hat Spaß gemacht. Das war ein spannendes Match. Ich glaube, so gut hat DJ Dodo sich in dieser Saison noch nicht geschlagen. Aber es hat trotzdem nicht für einen Sieg gereicht. Plasma Fists geht als Gewinner aus Spieltag 7 hervor. Und ganz ehrlich, ich glaube, das Ergebnis sähe auch anders aus, wäre Inteleon nicht verwirrt gewesen. Da muss man echt sagen, hatte Dodo echt, echt Glück. Aber ich muss sagen, es war ein schönes Match. Mir hat es gefallen, also mir als Moderator. Und wer weiß, vielleicht hat Seki ja noch eine gute Chance aufs Finale. Wir werden sehen. Postet jetzt gern eure Favoriten der KDL in die Kommentare. Um 15 Uhr geht's weiter mit dem Kampf Timmy gegen Kumiko. Seid gespannt. Schaltet auch nächsten Sonntag wieder ein, wenn's heißt DJ Dodo gegen Herbie. Wir sind gespannt, da beide sehr weit unten in der Liste stehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Schalten Sie das nächste Mal auch wieder ein im KDL Kampfstudio. Es kann mal wieder was werden.